so, passt auf. Erstmal hatte ich, oh, es ist herrliches Wetter. Mir hat so gefehlt, die Outdoor-Holz zu machen. 20,40 Euro hatte ich Pfand. Und deswegen passt es auch ganz gut, weil ich jetzt gerade die ganzen Einkaufssachen in den Pfandbeutel gehabt habe. Und da musste ich natürlich erstmal auch die Klebereste, Quatsch, wieder stehen hoch, rausmachen und habe jetzt hier im Auto noch frische Beutel gehabt. Deswegen, also 20,40 Euro kommen weg. Dann habe ich heute Coleslaw, das ist neu. Der ist mit Rotkohl. Hat die Kassiererin auch gleich gesagt, oh cool, der ist ja neu, ne? Denn auf Hamburger oder mit Hamburger, oh lecker. Weiter geht's. War er abgedeckt? Keine Ahnung. Wir lieben es gerne mit Bacon. Runde Scheiben gibt es direkt in der Truhe dazu. Pfeffersalami. Hähnchensalami mitgenommen. Dann natürlich die Beef Burger, weil da nimmt sich das nicht vom Preis, ob man jetzt die günstigen holt. Die schmecken wirklich sehr lecker. Wir nehmen die Brioche oder wie heißen Brötchen dafür, die finden wir am leckersten. Ich mache die mal kurz zurück. Cheddar auch. Da haben sie den hellen. Ich sehe sonst immer nur den dunklen, aber hellen hatten sie heute auch. Haben wir auch. Was heißt wir? Ich bin alleine einkaufen gewesen. So, dann, ich habe noch Hähnchen für morgen. Also morgen ist Sonntag. Kartoffelsalat mitgenommen. Einfach diese ganz normale Hähnchen-Grillpfanne. Dann Pizzaringe. Dann habe ich Rucola für 30% mitgenommen, also nicht für 30% mitgenommen, reduziert natürlich. Die mögen wir auch, diese Bagels, Paprika-Style. Und welche ich empfehlen kann, Zimtapfel. Ist nicht viel drin, 1,19 Euro. Oh, die schmecken so verdammt lecker. Die gibt es noch in Barbecue. Ich denke mal, die wird Kilian eher anfassen, aber die Apfel, oh, lecker. Die sind echt lecker. Dann habe ich Joghurt mitgenommen. Der war 30% reduziert. Himbeere, Banane, Pfirsich-Maracuja 30% und nochmal Himbeere. Jo. Dann Buttermilch war auch für 30% reduziert. Habe ich auch mitgenommen. Dann eine Cola, die wollte ich jetzt gleich trinken. Ein Farmersalat, auch sehr lecker. Dann haben wir hier zwei Bullet für Kili fürs Wochenende. Da passe ich jetzt extrem auf. Giselle mag die Juneberry, die neue Edition. Die war ja überall ausverkauft. Und dann noch zweimal Milch. So. Jetzt hoch. Oh, das ist, sorry, das wollte ich jetzt nicht. Tut mir leid. Jetzt seid ihr genauso gekippt. So. Ja, den Rest kann ich eigentlich hier drin lassen, weil das war ein Beutel, den hatte ich sauber gemacht. Barbecue nochmal. Moment, Licht, stell dich bitte ein. Ich muss leider heute auch so stehen, also ich bin schon anwesend. Aber ich muss auch aufpassen auf die Menschen, ne? Immer im Hintergrund. Dann Avocado mitgenommen. 2 Euro noch was waren das. Die habe ich euch schon gezeigt, ne? Die kann ich wieder zurückpacken. Die kommt zurück. Dann natürlich dreimal von diesen. Ja, wir sind ja drei zu Hause. Jolene ist ja alleine. Also für jeden immer so zwei eingeplant. Dann habe ich einen Roggenzwilling mitgenommen. Lieben wir. Wird auch geleert. Also auch geleert. Sag mal. 2,19 Euro, ja. 2,19 Euro. Dann habe ich zweimal Valensina zum Auspressen. Das sind Saftorangen. Ich glaube, ein Netz hat 2 Euro noch was gekostet. Hatte ich aber richtig Lust zum Armbrot. Wenn man dann schon die fetten Dinger futtert. Dann, warte, das geht weiter. Fruchtbuttermilch, auch sehr lecker. Kirsch. Das Licht verstellt sich immer so, ne? Nochmal Buttermilch. Minus 30%. Und das fand ich ganz spannend. Habe ich heute zum ersten Mal gesehen bei den Salatsachen. Parmesan-Dressing.
weil ich mache mir immer Rucola voll viel mit Olivenöl und Balsamico. Dann dachte ich mir, oh, das ist bestimmt lecker. Nee, die Cola lasse ich draußen. Und dann habe ich mir mal, ja, weiß ich auch nicht, bescheuert. Ich sag euch mal, also das kannst du keinem erzählen von der Rechnung. Ich wollte keine 14 Euro ausgeben für Lavazza und nehme aber für 7 Euro noch was. Einen Kaffee mit, weil es Freude macht und sie erstmal 250 Gramm sind das ja nur. Bei dem anderen hätte man ja wenigstens ein Kilo gehabt. Das ist jetzt Tansania von Melitta, Manufaktur Bremen. Der wurde gewaschen in der Aufbereitung. Stärke ist 3. Traditionelle Langzeit-Trommelröstung. Litschi schwarzer Tee, Marille. Ich weiß nicht, ob man das so rausschmeckt. Schokonoten habe ich mittlerweile auch schon drauf. Ah, hier ist ein Loch zum Riechen. Scheiße, wie sich das anhört. Oh, der duftet aber wirklich schön. Aber welcher Bohnenkaffee nicht, ne? 27.09.23 haltbar. Naja, okay, der hält nicht mal bis zu der Woche. Aber gut, das ist, ja. Danke fürs Zensieren. Der kann ja nichts für, aber das war jetzt so mein Gesabbel. Danke fürs Zensieren. Hätte ich den so gehalten, wäre er gar nicht mehr drauf gewesen. Aber 250 Gramm für 7 noch was, jo. Ich dachte, es wären 500 Gramm. Hab mich total im, ja, hab nicht mitgedacht. An der Kasse ist es mir dann eingefallen, so, was? So, das war's. Das ist erstmal fürs Wochenende. Hält auch immer nicht lange her. Ich weiß, manche machen da einen Wocheneinkauf draus. Aber man darf auch nicht vergessen, mein Sohn, der ist fast 2 Meter und der futtert natürlich auch für 2. Also wären es eigentlich doch 4 Personen normalerweise. So, Moment, Köpfe abdecken. So, Kopf abgedeckt, ja. Und dann mache ich mit euch mal noch die Überraschungspost auf. Aber ich ahne schon, weil ich sehe es ja dann einmal benötigt, einmal gekauft vom Kartenkanal. Na, falls du hier bist, ich glaube, das ist das Diamond Painting mit den Steinchen. Habe ich noch nie gemacht, ja. Ich bin ja gerade bei Meilen nach Zahlen dran mit der La Katrina. Bin schon gut weit vorwärts gekommen, obwohl man nicht viel sieht, dass man gemalt hätte oder hat. Ich wünschte, ich könnte ohne Zahlen so zeichnen. Aber man sieht einen Fortschritt. Habe ich euch alles mit dokumentiert. Und ich hoffe, dass ich es nächste Woche fertig kriege. Und dann fange ich an mit dem Diamond Painting. Aber darüber wechseln wir jetzt erstmal. Oder hole ich es hier raus? Ich glaube, ich habe hier mehr Platz. Wenn wir schon stehen. Ich nutze jedes Wetter. Ja, und im Gesicht, ich weiß, man wird es jetzt nicht sehen, aber das St. Moritz Gesichtsspray ist mir lieber. Braucht man nicht abwaschen, braucht man wirklich nicht abwaschen. Und man muss nichts verblenden. Da waren so gut wie keine Flecken, keine Streifen. Habe ich mir reingeballert und gefällt mir. Werde ich auf jeden Fall noch im Extra-Video dann zeigen, wenn ich es nochmal anwende. Dann filme ich mit. Jetzt habe ich erstmal geguckt, wie es wird, aber es ist wirklich gleichmäßig. So, ihr Lieben. Oh ja, wenn es verpackt ist, dann weiß ich immer schon, da ist eine Nachricht bei Herzchen. So. Freue mich voll. Wie immer. Freue mich immer. Das ist wie so Kind sein, ja. Vielen Dank für deine Impulse. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk, Karin. Mann, welche Karin? Aber nicht Karin, die ist immer Vollbäcker, oder? Oh Gott, oh Gott. Karin im Bällebad, bitte. Ich hoffe nicht, ey. Dankeschön. Heißen ja mehrere Karin, ich weiß es nicht. Ich habe ja eine Zuschauerin. Das ist so eine Hassliebe, glaube ich. Wir mögen uns so ein bisschen, aber irgendwie knallt es zwischen uns manchmal. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie das ist. Ich weiß es nicht. Krass, 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 krass. Das soll es werden. Könnt ihr das sehen? Die La Katrina. Oh, heftig, ey, wenn ich das schon sehe. Und hier drin sind die Steine alle. Oh Gott, ey, ich habe davon gar keine Ahnung. Giselle muss mir da helfen.
Aber es soll wohl im Endergebnis voll schön aussehen. 40 mal 50 cm. Du hast geguckt, ich hab's gesehen. Ich gucke auf den Bildschirm, Freund. Ich schütze euch hier alle und ihr guckt extra rein. Ja, tatsächlich. Ach du Scheiße. Ey, was hab ich mit. Also, das ist so richtig schön Therapie. Ich lerne auch mal Geduld und Ruhe. Oh Gott, die kleinen Steine. Aber es sieht eben im Endergebnis voll schön aus. Boah, und wenn man da noch so LED hinter knallt, sieht bestimmt gut aus. Echt, dass ich ein Ding weg habe, ist kein Wunder. Bei mir leuchtet alles. Nee, schön, jetzt kriege ich es nicht mehr rein. Oh, irgendwo klebt hier, glaube ich. Nee, doch, alles gut. Nicht alles gut. Naja, ihr Lieben, ich glaube, das wird jetzt langweilig. Ich hänge hier irgendwo mit der Klebeschlaufe fest an dem Ding. Dankeschön, liebe Karin. Sehr, sehr lieb. Auch, dass du dran gedacht hast, dass ich dich direkt ansprechen kann. Und natürlich bekommst du, falls du hier zuguckst, bekommst du natürlich deine einzelne Kurzlegung, Kurzbotschaft auf dem Kartenkanal. Ne? Habe ich ja so eingeführt, weil es mir dann doch ein bisschen unheimlich wurde. Da kam ja ein Ding nach dem anderen und ich dachte mir so, weia ey, kannst du nicht einfach so annehmen. Also Manolli, falls du auch eine Botschaft haben willst, sag's ruhig. Also mich wundert es eigentlich, jeder quatscht mit Kopfhörer, aber wenn man dann hier so redet, wundern sich die meisten und denken bestimmt wirklich, ich bin irgendwie krank. Naja, mitteilungsbedürftig, ihr Lieben.